Hey, willkommen zurück am Donnerstag. Schön, dass du wieder da bist. Heute möchte ich mit dir mal über einen der wichtigsten Faktoren sprechen, über den wir hier noch niemals gesprochen haben, der dir dabei helfen wird oder sagen wir mal so, der Grundvoraussetzung ist, damit du überhaupt Erfolg haben kannst, sei es mit Frauen oder sei es allgemein in deinem Leben. Bevor wir ins Video durchstarten, mein Buch bzw. die Fortsetzung zu meinem Bestseller, die Zeus-Methode, ist raus, nämlich der Zeus-Mann, ebenfalls jetzt schon ein Bestseller, kannst du dir auf Amazon besorgen, genau wie die Zeus-Methode. Erster Link in der Beschreibung. Im Zeus-Mann lernst du den kompletten Prozess vom Ansprechen, Kennenlernen, Beziehungssex, und ich erkläre dir all die wichtigen Dinge, die du auf dem Weg wissen musst. Nachdem du das Buch gelesen hast, sollten dahingehend keine Fragen mehr bestehen. Jetzt starten wir durch ins Video, und ich habe dich gerade schon angeteasert, habe dir gerade schon gesagt, worum es diesmal gehen soll, nämlich eine der wichtigsten Sachen oder eine der elementarsten Sachen, wenn du erfolgreich mit Frauen werden willst, wenn du erfolgreich in irgendeinem Bereich deines Lebens werden willst, ja, sei es finanziell, sei es gesundheitsmäßig, sei es sozial oder im beruflichen Bereich. Und zwar geht es immer um Prozesse. Und der Grund, warum ich Prozesse ansprechen möchte, ist, dass ich gestern oder vor ein paar Tagen mal mit einem Coaching-Teilnehmer von mir geredet habe. Und wir sind seit ungefähr 2-3 Wochen jetzt aktiv im Coaching. Und er hat jetzt schon einige Frauen angesprochen, aber er war ein bisschen ungeduldig und hat mich dann gefragt, wann denn endlich die Ergebnisse kommen. Und dazu muss man wissen, zu diesem speziellen Fall, zu diesem speziellen Coaching-Teilnehmer, der ist schon ein bisschen älter. Das heißt, er hat eine ganze Zeit lang in seinem Leben, sage ich mal, falsche Prozesse gemacht. Also eine ganze Zeit lang in seinem Leben hat er nicht die Prozesse gemacht, die ihn erfolgreicher mit Frauen machen, sondern die, die ihn unerfolgreicher machen. Wenn du über 40 Jahre lang zum Beispiel niemals eine Frau ansprichst und in dieser Zeit vielleicht mit 2-3 Frauen geschlafen hast und dich sonst auch nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt hast, dann hast du halt sehr lange einen falschen Prozess gemacht. Ja, wenn du jetzt über 40 Jahre regelmäßig Frauen angesprochen hast, bist du wahrscheinlich ziemlich gut in diesem Gebiet. Und was man da verstehen muss, oder beziehungsweise was da auch speziell dieser Coaching-Teilnehmer verstehen musste, ist, dass Prozesse einfach Zeit brauchen und Prozesse langsam sind. Und dass man sich selbst da nicht so viel Stress machen muss. Und ich sehe das immer wieder, dass Leute sich Stress machen. Oh, es klappt irgendwie nicht, oder ich komme nicht da an, wo ich hin will. Oder ich probiere es ja schon die ganze Zeit. Ich habe schon alles probiert. Und die meisten Leute denken einfach, dieser Prozess würde viel kürzer sein. Und der kann auch sehr kurz sein, je nachdem, wie sehr da deine Vorerfahrung ist. Also wenn du viel Vorerfahrung hast, wenn du immer schon sehr kommunikativ warst, dann kann dieser Prozess auch kürzer sein. Aber Prozesse brauchen nun mal ihre Zeit. Und du hast die Erlaubnis, die gebe ich dir jetzt hier in diesem Video, da auch ein bisschen mehr Geduld zu haben und mit Geduld ranzugehen. Und dir selbst nicht so viel Stress zu machen, nur weil es vielleicht jetzt noch nicht funktioniert. Ja, ich habe damals auch über mehrere Monate jeden Tag Frauen angesprochen, war fast jeden Abend draußen im Club. Und bis ich zu einem Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, okay, jetzt bin ich da zufrieden mit meinen Ergebnissen. Das hat auch ein bisschen gedauert. Ja, hätte ich einen Coach gehabt, wäre es vielleicht noch schneller gegangen. Aber das hat einfach seine Zeit gedauert. Noch davor, die Jahre davor. Niemand hat mir gesagt, wie ich es machen soll. Niemand hat mir gesagt, wo es lang geht. Ich hatte keinen Online-Coach, wie du ihn hier hast. Ich hatte keinen richtigen Coach, wie manche von meinen Teilnehmern ihn haben. Und das hat einfach lange gedauert. Ne? Also ich habe mit 14 angefangen, wollte gerne eine Freundin haben und hatte meine erste Freundin dann so mit 18. Hätte ich da einfach jemanden gehabt an meiner Seite, dann wäre das schneller gegangen. Aber trotzdem wäre es noch ein Prozess gewesen. Und sicherlich befindest du dich auch gerade auf irgendeinem Punkt in diesem Frauen-Kennenlernen-Prozess. Und manche Männer, ja, das will ich kurz dazu sagen. Manche Männer sagen dann mir dann immer, ja, ich warte noch auf das und das, ich warte noch, dass das passiert oder hier und darauf warte ich noch und dann fange ich vielleicht mal an, Frauen anzusprechen. Aber die Frage ist, wie lange möchtest du denn warten? Weil der Prozess wird nicht kürzer und es wird nicht einfacher. Du solltest also einfach jetzt anfangen und regelmäßig dabei bleiben und dann arbeitet dieser Prozess auch für dich. Dann wirst du schneller gute Ergebnisse haben, als du glaubst. Ja, wenn nicht, dann kommst du halt hierhin zurück und ich helfe dir dann an der Stelle weiter. Ne? Ist ganz wichtig, beginne jeden Prozess, wo du ein Ziel erreichen möchtest, so früh wie möglich. Und das Krasse ist halt, das muss dir auch klar sein, wir sehen halt immer, und das ist durch die neuen sozialen Medien noch krasser geworden, wir sehen halt immer, ach, hier sind die Leute erfolgreich und da hat wieder irgendwer was gepostet, wo er irgendwie in Urlaub ist und hier hat wer etwas Tolles erreicht und hier habe ich mein Bild von meinem Bestsellerbuch gepostet und du denkst dir halt so, oh, die ganzen Leute erreichen ganz tolle Dinge, aber ich komme einfach nicht an den Punkt oder ich kann das nicht oder ich weiß gar nicht, wie die das immer schaffen. Aber was du verstehen musst, ist, diese Dinge passieren ja nicht über Nacht. Aber all die Arbeit siehst du halt nicht.
Ja, nehmen wir mal, es gibt ja dieses, man wird über Nacht berühmt. Ja, Justin Bieber ist zum Beispiel jemand, der relativ über Nacht berühmt geworden ist. Aber Justin Bieber hat halt Anfang seines Lebens immer schon gesungen, dann hat seine Familie ihn unterstützt beim Singen, dann hat er seine ganze Kindheit, seine ganze Jugend durchgesungen, bis er dann mit, ich glaube, 14, 15 dann über Nacht berühmt geworden ist. Natürlich ist er nicht über Nacht berühmt geworden, aber irgendwann war einfach diese Masse an Handlungen, die er gemacht hat, so groß, dass er den Durchbruch geschafft hat. Ja, so ist es mit ganz vielen verschiedenen Punkten. So, den Punkt, bis ich ein Buch schreiben konnte und das zum Bestseller wurde auf Amazon, ja, das kam nicht von heute auf morgen, das habe ich mir über die Zeit erarbeitet. Ja, dass ich rausgehen kann und innerhalb kürzester Zeit Frauen kennenlernen kann, mit denen ich tollen Sex haben kann, das habe ich mir über die Zeit erarbeitet. Aber du hast ja nicht gesehen, wie ich jeden Tag draußen war und wie es auch ganz, 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 ganz oft nicht funktioniert hat. Du hast nicht die 3.000 bis 5.000 Frauen gesehen, mit denen ich in der Zeit gesprochen habe, um all das zu lernen. Ja, ich hab das nicht von niemandem aktiv gelernt. Ich hatte keinen persönlichen Mentor. Ich habe viel gelesen und habe ich viel aktiv gemacht und das hat mich eine Menge Zeit gekostet. Ich habe das aber auch gerne gemacht. Ich habe da gerne meine Zeit rein investiert. Aber du hast halt all diese Dinge nicht gesehen. Jemand, der ein riesiges Klavierkonzert macht, ja, und Leute kaufen ganz viele Karten, um zu diesem Klavierkonzert zu gehen, der hat über mehrere Jahre, wahrscheinlich über Jahrzehnte, erstmal Klavierspielen gelernt und hat sich dann so einen Ruf als guter Klavierspieler aufgebaut. Aber niemand sieht diese ganzen Stunden, die er in seinem Klavierübungsraum sitzt und Klavier spielt, das siehst du nicht, sondern du siehst nur die Erfolge, du siehst nur die großen Dinge und dann denkst du, Erfolg wäre eine große Sache, aber so ist es nicht. Und genauso ist es mit Glück. Viele Leute sagen dann immer, diese Leute haben halt ganz viel Glück, aber ich möchte dir mal erklären, wie das mit Glück wirklich funktioniert. Ja? Glück passiert immer dann, wenn du lange genug dich einer Sache aussetzt, damit ein glücklicher Moment kommen kann. Ja, das kannst du dir so vorstellen, wenn ich jetzt jeden Tag 10 Frauen anspreche, dann werde ich irgendwann eine Frau finden, die gut zu mir passt und mit der ich dann eine schöne Beziehung führen kann. Wenn ich das lange genug mache, weil je öfter ich rausgehe, desto höher ist meine Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert. Einfaches Gegenbeispiel, je öfter du Geld in Lotto investierst, desto höher ist deine Wahrscheinlichkeit, dass du auch mal gewinnst. Bitte mach das nicht, also nicht in Lotto, Geld in Lotto stecken, aber das ist ein Beispiel. Ja, je öfter ich Lotto spiele, desto höher ist meine Chance, dass ich gewinne. Das ist ja ganz klar. Ja, je öfter du Auto fährst, desto höher ist deine Chance, dass du einen Autounfall baust. Ist ja ganz klar. Und je öfter du also draußen bist, desto höher ist deine Chance, dass du eine Frau findest, die zu dir passt. Und dann kann es sein, dass das für andere Leute von außen so aussieht wie, der hatte aber ganz schön Glück und du hattest vielleicht auch Glück, aber du hattest deswegen Glück, weil du regelmäßig diesen Prozess gewürdigt hast, weil du regelmäßig Arbeit in diesen Prozess gesteckt hast. Ja, bei mir ist es mittlerweile so, die Leute kommen auf mich zu, die Leute fragen mich nach Zusammenarbeit, da muss ich von meiner Seite aus gar nicht mehr so besonders viel tun. Und mittlerweile kommen auch die Medien auf mich zu, wollen Interviews führen und so weiter. Und all das habe ich mir halt erarbeitet. All das, also diese glücklichen Momente, kommen halt, weil ich regelmäßig hier in diesen Prozess investiere, weil ich hier jeden Donnerstag stehe, ich stehe jeden Samstag, ich mache hier Videos, ja, jeden Dienstag mache ich Podcasts, jeden Sonntag mache ich noch einen Podcast, ich mache regelmäßig Coachings, ich gehe regelmäßig raus und spreche Frauen an, ich habe regelmäßig Dates, ja, ich poste regelmäßig auf Instagram, ich schreibe regelmäßig Blog und Bücher und ich lese auch sehr, sehr viel und konsumiere von anderen Trainern. Also das mache ich einfach die ganze Zeit und das mache ich schon seit mehreren Jahren so. Und da ist es natürlich klar, dass solche glücklichen Momente kommen. Ja, da bekomme ich einfach Möglichkeiten. Das heißt, wenn du in einem Prozess bist und wenn du an diesem Prozess dranbleibst, dann werden sich auch für dich glückliche Möglichkeiten ergeben. Absolut garantiert. Das ist garantiert. Das kann gar nicht anders sein. Das heißt, wenn du jetzt anfängst mit irgendeinem Prozess und regelmäßig dranbleibst, dann wirst du Glück haben. Das ist zwangsläufig die Folge davon. Ja? Das heißt, egal wo du herkommst, egal auf welchem Punkt du gerade stehst oder egal, ob du denkst, hey, für mich funktioniert das nicht, das funktioniert auch für dich, wenn du dem Prozess folgst. Ist es nicht gesagt, dass du die gleichen Ergebnisse bekommst. Ne? Du kannst auch ein Profi-Klavierspieler werden. Es ist aber nicht gesagt, dass du Mozart wirst. Du kannst auch anfangen, jetzt Frauen anzusprechen. Es ist aber nicht gesagt, dass du mit dem Prozess die genau gleichen Ergebnisse wie ich bekommst. Das ist nicht garantiert. Aber was garantiert ist, wenn du diesem Prozess folgst, dann wirst du den für dich passenden Erfolg bekommen. Ja, den Erfolg, den du erreichen kannst. Ja, weil da sind wir einfach nur mal von verschiedenen Faktoren her ein bisschen anders bedingt. Wenn du 40 bist und jetzt anfängst mit dieser Sache und ich habe mit 18 angefangen, dann hast du halt weniger Zeit, da gut drin zu werden und ich habe mehr Zeit, da gut drin zu werden. Und aufgrund dieser Grund
Faktoren, hast du dann weniger Zeit und kannst vielleicht nicht an den Punkt kommen, an den ich kommen kann. Ja? Heißt aber nicht, dass du nicht trotzdem an einen sehr guten Punkt kommen kannst, an den Punkt, den du dir auch gerade vorstellst. Wenn du im Prozess bleibst, wenn du den Prozess machst und wenn du dann die glücklichen Momente, wenn sie kommen, auch ergreifst und nicht die Lüge glaubst von wegen, man wird über Nacht erfolgreich und es gäbe ein großes Ereignis, das sich erfolgreich macht. Es gibt nicht dieses große Ereignis, aber ganz viele kleine Ereignisse. Jeder Gang zum Fitnessstudio, jedes Gewicht, was du im Fitnessstudio hebst, ist ein kleiner Schritt zum großen Ziel. Ja, bei allen Prozessen. Das musst du verstehen. Und wenn du das erstmal verstanden hast, dann hast du auch mehr Geduld. Dann stresst du dich auch nicht mehr so selbst. Dann stellst du dich da auch nicht hin und sagst, oh, meine Freunde haben aber das und das. Und die Leute sind da und da erfolgreich, aber ich nicht. Und oh, das deprimiert mich. Und jetzt möchte ich nichts mehr machen. Sondern dann weißt du, hey, alles gut. Die Leute, die erfolgreich sind, die sind da, weil sie einem Prozess gefolgt sind. Und das kann ich auch. Und deswegen will ich dich ermutigen, jetzt in diesen Prozess zu starten oder geduldig dran zu bleiben, je nachdem, ob du jetzt gerade anfängst oder ob du schon länger dabei bist. Schön, dass du dabei warst. Hier am Donnerstag, hier unter mir, kannst du dich fürs Online-Coaching eintragen. Da kriegst du nochmal zusätzliche Materialien wie Übungsaufgaben, die du hier auf dem Channel nicht bekommst. Unten gratis fürs Online-Coaching eintragen. Rechts auf dem Pfeil kannst du den Channel abonnieren und links unten in der Ecke geht es zum letzten Video auf diesem Channel. Geil, dass du dabei warst. Wir sehen uns am Samstag wieder. Bis dahin, ciao.